Ihr kennt vielleicht alle noch mein Udo-Puku-Messer, mit welchem ich meine Irland-Tour gemacht habe. Und das bedarf heute etwas extra Pflege. Ihr seht, es hat hier doch reichlich Kampfspuren schon erlitten. Und das hier ist auch ein rostender Stahl. Und um das Ganze wieder ein bisschen wetterfester zu machen, werde ich das Ganze heute brünieren. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Zuerst wird das Messer gründlich gewaschen und komplett entfettet. Als nächstes nehme ich einfach das Messer und tauche das in ein Teeglas, damit das später auch nicht kaputt geht, wenn ich den Essig erhitze. Hier nehme ich es einfach nur als Maßeinheit. Ziemlich genau bis zu dem Teil, wo ich das Messer brünieren möchte, fülle ich das Glas jetzt auf. So ein bisschen mehr, weil durch das Erhitzen wird noch ein bisschen was verdampfen. Ein klein bisschen mehr. Und so sollte das dann schon ausreichen. Kommt das Messer nochmal heraus und dann wird das Ganze eben auf der Herdplatte erhitzt. Wie ihr seht, hier steigen schon die ersten großen Luftblasen auf. Wir sind also deutlich über 70 Grad und das reicht in dem Fall. Komplett kochen muss es in dem Fall nicht. Jetzt füllen wir das Ganze wieder um in das Teeglas. Und dann wird einfach nur das Messer hinzugegeben. So, wie ihr seht, ist hier der chemische Prozess gleich im vollen Gange. Das Ganze verbindet sich jetzt und das ist die eigentliche Brünierung. Ich werde das Messer jetzt ca. 10 bis 15 Minuten da drinnen lassen und das dann herausnehmen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, jetzt sind ungefähr 15 Minuten vorbei. Ich nehme das Ganze hier einfach raus und ihr seht, es ist schon deutlich dunkler geworden. Aber lasst euch hier nicht täuschen, denn jetzt werden wir hier die erste Schicht hier mal so ein bisschen abnehmen. Und ihr seht, hier geht doch wieder einiges mit runter. Aber seht ihr, die Veränderung ist also deutlich zu sehen. So, und jetzt wird der ganze Prozess einfach wiederholt. So, wie ihr seht, das Messer ist jetzt schön schwarz geworden. Es hat sich natürlich wieder ganz minimal ein bisschen was gelöst jetzt beim letztenmaligen Abwischen, aber das ist in Ordnung, da es jetzt in dem Fall ein reines Arbeitsmesser ist. Generell würde ich euch jetzt nicht mehr empfehlen, damit eure Tomaten zu schneiden oder ähnliches. Kann natürlich sein, dass jetzt hier dann immer so ein klein wenig was davon abkommt und dann bei euch ins Essen geht und das schmeckt dann wirklich ekelhaft metallig und leicht nach Essig. Aber so ist es auf jeden Fall wettergeschützt. Und ihr könnt damit gleich wieder voll in den Einsatz gehen. Ich weiß, dass andere Leute das gerne etwas länger drin lassen. Für mich hat sich die Technik aber super bewährt, dass ich die jetzt einfach nur 10 Minuten da drin gelassen habe. Und das Ganze dann dreimal ungefähr bis viermal eventuell wiederhole. Und das zwischendurch einfach immer wieder sauber mache, da die chemische Reaktion dann sofort wieder einsetzt. Und ihr seht, das Ergebnis lässt sich also wirklich super sehen. Jetzt schaffe ich das noch kurz und das war's dann auch schon. Ich benutze hier wieder eine meiner Wendsteine-Platten, die ihr schon aus meinen anderen Videos kennt. Wer auf der Suche nach sowas ist, ich packe euch sowas mal unten in die Videobeschreibung rein. Das ist echt super praktisch. Und dann ziehe ich es jetzt hier einfach nur noch mit einem Keramikstab ein bisschen ab. So, seht ihr? So, das soll es auch schon gewesen sein. Das Messer ist wieder einsatzbereit und wettertauglich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch ein kleines Like da, falls ihr Fragen habt, unten kommentieren. Ansonsten noch viel Spaß mit diesen zwei Videos hier. Wie immer, alle Links unten in der Videobeschreibung. Hier wäre noch abonnieren. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao, tschüss, Stefan.